S4 steht uns zwar nur 6 Militäreinheiten plus Hauptmänner zur Verfügung, aber dafür von diesen 6 jeweils 3 Abstufungen, von denen die 2. und 3. den Besitz von Gold voraussetzen. Theoretisch ist klar, dass die 2. und 3. Stufe stärker sind, aber sind sie die zusätzliche Investition eigentlich wert? Und wenn ja, gibt es Situationen, in denen sie es nicht sind. Für Schwertkämpfer und Bogenschützen ist die Skalierung relativ simpel. L2er erhalten im Vergleich zu L1 an etwa 50% zusätzlichen Schaden und Gesundheit plus minus ein paar Gequetschte. Für L3er verdoppeln sich Gesundheit und Schaden im Vergleich zu L1ern. L2er sind damit etwa doppelt und L3er etwa 4-mal so stark wie L1er, was sich auch bestätigt, wenn wir die Einheiten nacheinander gegeneinander antreten lassen. Der Hauptmann besiegt sogar 6 Level 1 Schwertkämpfer hintereinander, hier liegt das aber mehr daran, dass die Rüstung des Hauptmanns den eingehenden Schaden um 20% reduziert. Gegen stärkere Einheiten und auf höherer Kampfkraft würde er deutlich schlechter skalieren. Das gilt aber nicht, wenn die höherwertigen Soldaten sich ihren Gegnern gleichzeitig stellen müssen. Zusammen haben 2 L1-Soldaten einfach mehr Schaden und Gesundheit als ein L2er, und selbst L3er haben gegen 3 L1er Probleme, wo sie theoretisch 4 L1er wert sind. Merkt euch das schon mal für später. Spezialeinheiten skalieren auf eigene Weise, der Axtkämpfer zum Beispiel hält zwar auf höheren Stufen großzügigere Hitpoints, aber ihr Schaden hört sich bei L3ern im Vergleich zu L1ern nur um 33%. Und das ist auch gut so, denn würden sie wie Schwertkämpfer skalieren, kämen L3-Axtkämpfer auf 48 Schaden pro Angriff. Damit könnte man mit 12 Treffern eine Burg einreißen, bei 150% Kampfkraft sogar mit nur 7. Anti-Gebäude anhält hin oder her, das ist etwas exzessiv für einen einzigen Soldaten. Und mit so hohem Schaden würden sie trotz ihrer langsamen Angriffsgeschwindigkeit die Schwertkämpfer deutlich in Sachen Schaden pro Sekunde übertreffen, was sonst nur L1-Axtkämpfer tun. Damit wäre für die Wikinger die Schwertkämpferlinie potenziell völlig überflüssig und das wäre in diesem Fall schreckliches Einheitendesign. Rucksackkatapultisten auf der anderen Seite halten auf Stufe 3 nur 50% zusätzliche Gesundheit und Schaden, da ihre wahre Stärke in ihrem Flächenschaden liegt. Auch hier würde eine Skalierung wie bei Schwertkämpfern und Bogenschützen zu einer maßlos overpowerten Einheit führen. Das alles beantwortet aber noch nicht die Ausgangsfrage, also schauen wir uns mal die Kosten für die ganzen Einheiten an. Praktischerweise kosten in Siedler alle Einheiten einer Stufe das gleiche, wir können es also gut visualisieren. Neben den Soldaten liegen die Gegenstände, die die Kaserne haben will, darunter liegen die Rohstoffe, die zu deren Herstellung nötig sind. Hinzu kommen noch die Siedler, wo höherstufige Soldaten natürlich von vornherein effizienter sind. Hier wird auch deutlich, dass die höherstufigen Soldaten deutlich effizienter sind, was Kohle betrifft, und Kohle ist so ziemlich immer der Flaschenhals. Auf Metzelkarten und anderen Karten mit vielen Bodenschätzen sind L3er also die Soldaten der Wahl, und das gilt doppelt, wenn ihr ohne eine Variante des Kohlefixes spielt. Aber das impliziert, dass es Ausnahmen gibt. Wenn kein Gold zur Verfügung steht, stellt sich natürlich die Frage gar nicht erst, aber was ist, wenn es zwar Gold gibt, aber es nicht genug ist? Wenn klar ist, dass nur sehr wenige hochstufige Soldaten produziert werden können, empfehle ich eher, einen großen Tempel zu bauen, um zumindest eine erneuerbare Goldquelle zu haben und den Rest in Zielobjekte zu investieren. Zielobjekte sind aber sonst definitiv ein Late-Game-Ding, denn selbst mit 150% Kampfkraft können Soldaten in der Regel zwar in Sachen Schaden mit der nächsten Stufe mithalten oder sie sogar leicht übertreffen, ihnen fehlt aber weiterhin die nötige Gesundheit. Und 150% Kampfkraft kann euch locker genug Gold für 100 bis 200 Level 3 Soldaten kosten. Wenn Gold zwar vorhanden, aber der Abbau oder die Verarbeitung problematisch ist, sind L3er potenziell eine gefährliche Falle. In dem Fall kann es besser sein, sich auf L1er und oder L2er zu konzentrieren. Hier müsst ihr individuell danach entscheiden, ob gerade Waffen oder Gold der Flaschenhals ist. Falls ihr eine Offensive gegen Siedlungen mit Türmen vorbereitet, kann es sich auch lohnen, L1 Bogenschützen und L3 Schwertkämpfer zu kombinieren. Letztere rücken dann ein, sobald die Bogenschützen aufgeräumt haben. Zwei Karten, auf denen solche Abwägungen nötig sein können, sind Camelot und Assimilate. Bei Camelot ist zwar Gold vorhanden, aber die Versorgung der Minen kann schwierig sein, da es kaum günstige Orte für Fischerhütten gibt. Im Zweifelsfall ist es jedenfalls immer besser, 2 L2er zu haben, statt nur einen L3er. 4 L1er werden auch einem L3er überlegen, bedenkt aber, dass die erste Variante auch die teurere ist. Im Singleplayer kommt eine weitere Sache hinzu. Die KI scheint ihr Angriffsverhalten auch danach auszurichten, wie viele Soldaten ihr besitzt, scheint aber das Level dieser Soldaten nicht oder nur sehr gering einzuberechnen. Gerade auf Karten, auf denen ihr euch gegen mehrere KIs durchsetzen sollt, kann Masse statt Klasse die Devise sein. 400 L1er haben auf die KI einfach eine deutlich abschreckendere Wirkung als 100 L3er. Im Multiplayer bringt euch das natürlich nicht viel, aber auch hier ist es besser, wenn überhaupt, Waffen statt Gold überzuproduzieren, da ihr Waffen im schlimmsten Fall immer noch zu L1ern oder L2ern machen könnt. Wenn ihr aber angegriffen werdet, bringt es euch nichts, 100 Goldbarren überzuhaben. Also ja, die meiste Zeit sind L3er die beste und effizienteste Wahl, nicht zuletzt auch, weil eure Armeen so kompakter und damit leichter zu kontrollieren sind. Aber es ist trotzdem so eine Regel, bei der es wichtig ist zu wissen, wann man sie besser in den Wind schlagen sollte. Und solche Abwägungen gehören auch in ein Strategiespiel, ich hätte nur gerne mehr davon in diesem.